Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Lara, und ich öffne dieses Kalendertürchen. Diesmal mit dem Thema Faszientraining bzw. Faszienmassage rund um die Beine. Alles, was ihr dazu benötigt, ist eine Faszienrolle. Entweder eine kleine, eine große, mit Struktur oder ohne, ganz egal. Also, lasst uns loslegen. 5 Übungen. Los geht's. Übung Nummer 1 für unsere Oberschenkelvorderseite. Dazu legt die Rolle vor euch ab und wir gehen als erstes in den Unterarmstütz, stützen uns hier auf und die Rolle liegt unterhalb der Oberschenkel. Und jetzt bewegen wir uns, rollen zwischen Knie und Hüfte ganz langsam nach vorne und nach hinten. Ganz sanft erstmal antasten, wie das so für euch ist. Es ist natürlich eine druckvolle Massage, keine Streichelmassage. Das brauchen wir auch, denn wir haben so ein schönes Fasziengewebe, wie so ein Spinnennetz sieht das aus, was sich über unsere Muskulatur legt. Und da bilden sich durch zu viel Bewegung, zu wenig Bewegung oder vielleicht auch einseitige Bewegung, die man eben so im Alltag hat, Knötchen oder vielleicht Verhärtungen. Und dem Ganzen kann man durch diese druckvolle Massage entgegenwirken. Ihr seht schon, ich lenke euch jetzt gerade so ein bisschen ab. Also nach vorne und nach hinten, vielleicht so 1 Zentimeter pro Sekunde. Lasst euch also ein bisschen Zeit, ganz langsam. Und diese Verhärtungen und Verklebungen dieses Fasziengewebes kann man eben dadurch lösen, dem Ganzen entgegenwirken. Und wir für uns Frauen ganz besonders schön, so ein bisschen Antizellulite-Programm. Ja, da fällt einem das gleich leichter. Also, Bauch schön fest, zieht mal den Bauchnabel nach oben ein und jetzt als kleine Variation die Füße mal nach oben, sodass die Fußsohlen Richtung Decke zeigen. Ist auch nochmal schön, eine kleine Veränderung in der Position. Fest den Bauch, dass wir nicht zu sehr ins Hohlkreuz fallen. Atmen nicht vergessen dabei. Macht das einfach so lange, wie ihr das aushaltet. Ich empfehle euch, entweder direkt nach dem Aufstehen oder kurz vorm Schlafen gehen, ist auch nochmal eine schöne Sache. Und dann nochmal normal, Beine nochmal lang machen, nochmal ausstrecken. Und wenn ihr so eine Rolle habt mit Struktur, das geht natürlich nochmal ein bisschen mehr rein ins Gewebe, ist noch mehr spürbar. Aber macht das so, wie ihr das möchtet. Der eine verträgt das mehr glatt, der andere mit Struktur. Einfach mal durchprobieren. Okay, und dann lösen, wieder nach oben kommen und dann kommt auch schon die nächste Übung. So, jetzt hatten wir die Oberschenkelvorderseite, jetzt kommen die Seiten dran. Die spüren wir sehr, sehr intensiv, ihr werdet es gleich merken. Beißt euch so ein bisschen durch und ich zeige euch auch 2 Varianten. Und zwar legen wir uns erstmal seitlich über die Rolle, sodass die Oberschenkel, dass die Seite der Oberschenkel auf der Rolle liegt. Stützt euch mit der anderen Hand hier vorne ab und dann bewegen wir uns auf der Rolle. Jetzt schon mal vorab, entweder vertragt ihr das und sagt, das ist super mit beiden Beinen oben. Wenn ihr jetzt sagt, ach, das ist mir echt zu schmerzhaft, das halte ich überhaupt nicht aus, dann könnt ihr das obere Bein oder den oberen Fuß hier vorne abstellen, das Gewicht so ein bisschen abfedern, so ein bisschen kompensieren. Ja, und dann ganz sanft, ganz vorsichtig über die Seite rüber streichen. Wie gesagt, wenn es kein Problem ist für euch, dann nehmt beide Beine nach oben. Schön weiter atmen dabei. Denkt an was ganz Schönes. Die Seiten gehen wahrscheinlich nicht ganz so lang wie die Oberschenkelvorderseite. Das ist aber auch nicht so schlimm. Wir haben ja dafür 2 Seiten. Und wenn ihr sagt, ja, reicht, dann wechseln wir mal auf die andere Seite rüber. Wieder an den Stütz. Andere Hand stützt hier vorne und dann schön über die Seite drüber rollen. Auch da nochmal austesten, geht es mit beiden Beinen oder doch lieber das obere Bein vorne absetzen. Ein bisschen das Gewicht abfedern, ist nicht ganz so doll. Kann auch sein, dass es auf einer Seite mehr spürbar ist als auf der anderen. Auch da ist es ganz normal. Schön weiter atmen dabei.
bisschen geht noch. Ganz klein wenig. Und dann langsam lösen. Jetzt kommen wir auch schon zur nächsten Übung. Es geht um unsere Waden. Dazu packen wir die Rolle einmal hier unter die Füße, unter die Waden. Und das ist auch ein gutes Training für unseren Trizeps, denn wir heben das Gesäß dazu an. Schön halten, schön fest im Bauch. Und dann rollen wir richtig schön hier rüber. Wenn ihr jetzt sagt, ach, spüre noch nicht so viel, dann könnt ihr auch das Ganze einbeinig machen. Also nur ein Bein rauf, es geht dann nochmal mehr rein ins Gewebe, wir haben ein bisschen mehr Gewicht. Mit einem Bein auf der Rolle. Wenn ihr das einbeinig macht, dann natürlich auch wechseln. Andere Seite. Oder mit beiden Beinen. Richtig schön die Waden ausmassieren. Gerade für die Frauen, die viel mit hohen Schuhen rumlaufen, ist das auch ein wohltuendes Erlebnis. Und dann mal lösen, Gesäß absetzen. Ihr könnt auch noch mal einen kleinen Stretch einbauen. Die Fußspitzen zur Nase ranziehen, schön dehnen, schön lang machen. Wenn ihr nicht bis zu den Fußspitzen kommt, kein Problem, dann bis zu den Schienbeinen. Macht das so, wie es geht. Tief durchatmen, die Faszien schön lang machen. Könnt ihr gerne auch mal über Kreuz mit der linken Hand zum rechten Fuß. Mal wechseln mit der rechten Hand zum linken Fuß. Und lösen die Füße, lockern Fußgelenke, gerne mal kreisen. Wir bleiben gleich in dieser Position für unsere nächste Übung. Es geht um die Oberschenkelrückseite. Dazu wandert die Rolle einfach ein bisschen höher, von den Waden bis hoch. Oberschenkelrückseite, das Gesäß wieder anheben und ihr werdet merken, das ist nicht ganz so anstrengend wie bei den Waden. So, wir rollen auch wieder nach vorne, nach hinten. Schön weiter atmen, Bauch schön fest und schönes Armtraining. Das ist eben das Schöne bei der Faszienmassage, man liegt nicht nur da und lässt sich hier kraulen, sondern man macht auch was für den ganzen Körper. Das ist ein schönes Training und danach fühlt man sich wie einmal gebügelt. Wunderbar. So, nach vorne, nach hinten rollen. Auch hier könnt ihr das einbeinig probieren. Erstmal nur das eine Bein aufsetzen. Und mal wechseln, mal die andere Seite. Und nochmal beide. Dann langsam lösen, die Beine einfach mal lockern. So, ihr Lieben, letzte Übung. Und zwar, es geht um die Muskulatur rechts und links neben den Schienbeinen. Dazu benötigen wir die Rolle hier vorne. Greift einmal nach vorne mit den Händen, aufstützen und dann richtig schön rüberrollen. Ist auch ein schönes Erlebnis. Ganz sanft, ganz vorsichtig bitte. Könnt auch, wenn ihr wollt, den Popo nach oben bringen. Auch okay. Und ihr kennt das bestimmt, wenn ihr lange wandert, aber bergab, dann bekommt man da so einen schönen Muskelkater rechts und links neben den Schienbeinen. Und das ist genau die Stelle. Atmen. Und dann auch wieder lösen. Ihr könnt euch auch noch mal lang machen, noch mal dehnen, noch mal durchstretchen. Auch die Rolle gerne dazu nutzen. Ganz weit nach vorne, die Fußspitzen zeigen parallel nach vorne. Versucht mal die Fersen schön weit nach unten zu drücken und den Popo nach hinten zu schieben.
Tief durchatmen. Und dann haben wir es auch schon geschafft. Das war es auch schon mit unserer Faszienmassage. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr fühlt euch wohl. Wenn ihr möchtet, legt gerne noch eine Einheit nach. Also bis zum nächsten Mal und frohe Weihnachten!